Hallo, ich hoffe, ihr seid alle gut in die neue Woche gestartet. In ganz Bayreuth sieht man die Folgen von den Unwetter am, wann war es so schlimm? Ich glaube, von Freitag auf Samstag. Überall heruntergefallene Äste, richtig dicke, fette Äste sind abgebrochen. Und ich muss sagen, ich hatte echt Glück. Mein Auto steht ja auch draußen und auch hier sind Bäume. Ja, hatte ich echt Glück, weil wenn sowas aufs Auto fällt, sowas Größeres, dann ist das, glaube ich, nicht mehr ganz so lustig. So, ich wollte jetzt einkaufen fahren, ungewöhnlich für mich am Montag, aber ich dachte, ja, ich erledige es heute schon. Und wir haben heute Abend wieder Physio mit den Babys und ich hoffe, dass ich dieses Mal besser durchkomme als beim letzten Mal, also dass es mich wieder in einer Odyssee ändert. Ganz leckere Sachen gekauft und zwar von Toaster die Pancakes. Ich habe nämlich noch Apfelmus daheim und die mag ich wirklich richtig gerne. Dann habe ich von Valais das Gouda-Schnitzel mitgenommen, auch richtig lecker. Ist diese Woche bei uns im Angebot. Das ist sehr lecker, müsst ihr in der Pfanne machen, nicht im Ofen. In der Pfanne schmeckt es viel besser. Das ist innen noch mit Käse und der zerläuft dann so schön, richtig lecker. Dann einmal eine Flammkuchen, dann einmal Prinzenrolle Schoko, dann habe ich Käse mitgenommen, einmal von Grünländer den würzigen und einmal von Grünländer den sahnigen, dann Pudding und zwar Marmorette, da mochte ich früher total gerne den hier, den gab es im Viererpack, also mit Schokolade und Sahne dazwischen. Da gab es den, glaube ich, einzeln zu kaufen und ich habe auch noch Vanille mitgenommen, mit Bourbon-Vanille und alles liegt. Dann gibt es ein neues Twix und zwar steht nichts von Limited Edition, aber neu und zwar Salted Caramel. Dann einmal Toastbrot, dann habe ich Marmelade mitgenommen von Schwarthaus samt die Waldfrucht. Dann einmal Erdbeerjoghurt und dann Eis. Und zwar gibt es da neues Wacken. Also die hatte ich schon mal, die fand ich richtig lecker. Double Caramel Gold Billionär, das ist mit Pekannuss und Karamell. Vielschichtiger Genuss aus einer Eiskombination, die Keks- und Pekannussgeschmack verbindet. Umhüllt von Karamellsoße mit einem Hauch von Salz und goldener Karamellschokolade mit knusprigen Keksstücken. Richtig lecker. Und dann gibt es zwei neue Sorten. Und zwar einmal Almond Remix White and Milk Chocolate. Also weiße und Milchschokolade mit Mandelgeschmack. Eine aufregende Kombination für ein ganz besonderes Genusserlebnis. Cremiges Eis mit Mandelgeschmack, verstrudelt mit Vanilleeis, umhüllt von weißer Schokolade. Okay, ihr wisst, ich um weiße Schokolade. Aber auch noch mit knackigen Mandeln und zusätzlich zur Hälfte in Milchschokolade getaucht. Also es ist komplett in weiße Schokolade getaucht und dann oben nochmal weiße Schokolade und Milchschokolade. Und eben diesen Mandelkern mit Vanilleeis. Und dann habe ich hier einmal auch wieder eine aufregende Kombination. Alles sehr aufregend. Also Eis mit schwarzer Johannisbeere und Himbeeren, verstrudelt mit cremigem Vanilleeis, getaucht in weiße Schokolade und zur Hälfte in Milchschokolade. Also Eis mit Beeren, verstrudelt mit Vanilleeis, weiße Schokolade und Schokolade und Milchschokolade. Also ich werde das mal testen und bin gespannt, wie die zwei Sorten schmecken werden. Für die Babys gibt es jetzt Abendessen und Bruno bekommt schon wieder das große Zucken. So, es gibt endlich Abendessen, als Vorspeise einen Apfel und Heidelbeeren. Zum Abendessen gibt es aufgewärmt von gestern Kartoffelbrei und die mega leckeren Sellerieschnitzel. Die waren so gut mit dieser Panade
und Kartoffelsalat. Guten Appetit. Gähnen, gähnen, gähnen. Ah, ich glaube, ich habe es nicht auf Kamera. Bruno versucht sich wieder am größten Grün. Erik hat da was entdeckt. So, der erste Tag der Woche war irgendwie schon total anstrengend und hat sich sehr in die Länge gezogen. Ja, wie seid ihr in die neue Woche gestartet? Bis morgen, tschüss!